Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Dienstag ist Kolumnenzeit, auch heute. Viel Spaß! Ja, hallo, morgen. Guten Tag, wann auch immer ihr diese Folge seht. Es ist Dienstag und es heißt Kolumnenzeit und heute geht es um das Thema Krise oder Konsolidierung, wo steht die Brettspielbranche? Zunächst einmal altes Thema, beziehungsweise noch davor, ganz frisch, ich habe die Charity-Auktion gestartet, der eine oder andere wird wahrscheinlich schon reingeguckt haben. Hier nur in Achtung, bei Seventh Continent ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, ich habe viel zu wenig Material in dem Video gezeigt. Das ganze Paket ist natürlich viel, viel umfangreicher. Ich habe jetzt nochmal nachgelegt. Zumindest jetzt, was die Beschreibung angeht und auch ein Bild eingefügt. Und am Freitag in den News werde ich das ganze Thema nochmal kurz vorstellen und das nochmal berichtigen. Also es ist nicht weniger, sondern mehr Material, was da eigentlich hinzukommt. Die Auktion läuft schon recht gut. Wer da noch reingucken will, freut mich, dass ihr da Anteil habt und mitmacht. Altes Thema war Board Game Geek und die Statistiken, wie weit kann man darauf vertrauen, wie geht ihr damit um? Ihr habt wieder reichlich geantwortet und wart dabei. Der große Tenor, was ich so rausgehört habe, war Board Game Geek wird von euch im Wesentlichen als Informationsquelle genutzt. Der ein oder andere guckt sicherlich auch auf die Statistiken, um halt ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber viele haben eher darauf gedrängt oder gesagt, ja, es geht mir eigentlich eher um die Fotos, weil da super erste Eindrücke sind. Weniger diese Top-Listen, ja, die gucke ich mir auch mal an, aber das ist für mich gar nicht so ausschlaggebend. Wichtiger ist, Informationen zum Spiel zu bekommen, zu den Mechaniken, wann wird vielleicht auch was deutsch lokalisiert, in den Foren eben sich auszutauschen. Foren ist auch immer so ein Thema, wenn man mal Regelunklarheiten hat, die da einzustellen und beantwortet zu bekommen. Meistens geht das recht fix. Ihr habt auch gesagt oder zum Ausdruck gebracht, ihr nutzt sowieso einen Mix an verschiedenen Quellen. Deswegen ist so eine Liste bei BoardGameGeek beispielsweise oder wo auch immer eben halt nur ein Anhaltspunkt. Das heißt, ihr guckt YouTuber, ihr lest Blogs, und gleicht eher die Meinung dieser mit eurer ab, um euch ein Bild davon zu machen. Finde ich auch super. Also ich glaube, ich würde immer auch so differenziert vorgehen, gerade auch in der Welt der immer teurer werdenden Spiele, da einfach zu gucken, wer entspricht so ein bisschen meinem Geschmack und wie passt das dann eben halt auch zusammen, wenn die eine Empfehlung abgeben oder nicht. Natürlich, das blieb immer halt auch nicht aus. Es gibt natürlich diese komischen Grabenkämpfe, also zum einen jetzt an der Spitze, wie wir es eben feststellen konnten, aber eben halt auch bei bestimmten gehypten Spielen oder Kickstartern oder neuen, wo dann die Fanbase da massivst eben halt hineinvotet das dann auf und ab geht und eigentlich kein klares Bild erzeugt. Das ist natürlich sehr schade. Zum einen die Fanboys, die Fangirls, die so ein Spiel unnatürlich nach oben treiben, ohne es gespielt zu haben, einfach das Thema anheben, aber eben halt auch das Korrektiv, was genauso wenig dem Spiel eine Chance gibt, indem da ganz viele Einsen reingedrückt werden. So kann man am Ende eigentlich nur die Zehner und die Einser abziehen und wenn man dann feststellt, dass bei das Spiel gar nicht so viel übrig bleibt, weiß man, ja, dass da noch gar keine Basis für vorhanden ist. Ich habe ausgelost. Gewonnen hat Ankh Sunahun. Sunahun, glaube ich. Und herzlichen Glückwunsch. Bitte setz dich doch mit mir unter kontakt@brettspielbox.de zusammen. Und dann können wir den Austausch durchführen. Die Gewinner der letzten Woche aufgrund der Charity gehen die Spiele jetzt alle heute raus. Sorry für die Verzögerung, aber das passiert noch. Ja, Thema Krise oder Konsolidierung. Hört sich jetzt ein bisschen heftiger an, als es vielleicht ist, aber ich habe mir nochmal die Zahlen vom Spieleverlage e.V. angeschaut. Das ist ein Zusammenschluss nicht aller deutschen Verlage oder deutschsprachigen Verlage, sondern einer großen Auswahl. Packt den Link nochmal in die Shownotes, da könnt ihr sehen, wer alles mit dabei ist oder da in dem Verlage e.V. mit drin ist.
Aber die berichten halt permanent, oder was heißt permanent, eigentlich an zu zwei Zeitpunkten über ihre Bilanz. Das ist einmal auf der Spiel, dann ist so eine Art Vorbilanz, wie ist das erste Dreivierteljahr gelaufen. Und dann kommt meistens Januar, Februar nochmal der Jahresabschlussbericht. Und der hat eben halt nach vielen Jahren des Wachstums jetzt das erste Mal ein Minuszeichen. Ich habe mir mal die Zeitreihen angeguckt, beispielsweise von 15 auf 16, 10, 16 auf 17, 4, dann 8%, 8%, das ist 19 auf 20, 21%, letztes 20 auf 21 noch 4 und ja, und jetzt in diesem Jahr 22, also im letzten Jahr 22, gab es dann das erste Mal wieder einen Rückschlag von minus 5%. Das heißt, es sieht immer noch verdammt gut aus, gar keine Frage. Aber es ist jetzt die Frage der Konsolidierung auf einem hohen Niveau oder im Aktienkurs könnte man auch sagen, man holt vielleicht Luft für die nächste Hochfahrt. Oder aber ist jetzt irgendwo auch ein gewisser Sockel erreicht und da bleiben wir jetzt auch erstmal stehen oder bewegen uns leicht talwärts sozusagen. Es hat natürlich vielfältige Ursachen. Wir haben das Wachstum von 19 auf 20, war natürlich im Wesentlichen Corona geschuldet. Viele sind zu Hause geblieben, nirgendwo hingefahren, haben in der Familie gespielt, vielleicht noch mit dem ganz engsten Freundeskreis. Es ist viel in Brettspiele hinein investiert worden, das Hobby wiederentdeckt worden. Ich meine, wir hatten davor auch schon gute Zeiten, aber 21% war eigentlich schon ein sehr ungesundes Wachstum. Die Verlage kamen kaum hinterher. Dann gab es auf einmal diese großen Probleme mit den Lieferketten, weil vieles ja in China produziert wird, Rohstoffmangel, auch weil hier vieles auf der Strecke geblieben ist, beziehungsweise eine sehr hohe Nachfrage in dem Konsumgüterbereich war. In 21 auf 22 hat sich die Situation allerdings nochmal verschärft. Also zum einen, die Logistikketten funktionieren nach wie vor nicht. In China haben wir sehr stark Corona gehabt. Da sind weitere Ausfälle. Also zunächst einmal Lockouts. Lockouts? Lockdowns, ne? Lockdowns, sorry, in China gehabt, wo ja, die Leute gar nichts machen durften, standen die Produktionsbänder still, dann hat man alles zugelassen, dann gab es die riesen Corona-Wellen, standen die Bänder wieder still, also an der Stelle große Probleme, Transporte haben teilweise gar nicht stattgefunden oder sehr verspätet. Das erleben wir auch jetzt immer noch in Ausflüssen und wir sehen beispielsweise bei Holy Grail Games, dass da ja auch ein Verlag dann ja unter die Räder gekommen ist. Wir haben das Thema Energiekrise, Inflation, was auch mit sehr stark mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt. Und dazu eine Gegenbewegung, nämlich dass Corona hier in Europa nicht mehr den Stellenwert einnimmt, wie es noch vor 2 Jahren oder vor einem Jahr getan hat, sodass in 22 sehr viele Menschen halt ihre Freiheit wieder genossen haben. Das heißt, in den Urlaub gefahren sind, auf Partys gegangen sind, Konzerte besucht haben, in Restaurants hinein. Und wenn ich sowieso eine schrumpfende Geldmenge habe, gefühlt, weil vieles teurer wird, dann gucke ich halt, wo setze ich das Geld dementsprechend ein. Und dann habe ich vielleicht, weil ich mir zwischen 19 und 20 halt sehr viele Brettspiele gegönnt habe, erstmal ein Fundus zu Hause und investiere da nicht mehr so. Die Branche selber sagt, es ist für sie erstmal fein, also diese 5% tun jetzt an der Stelle nicht weh, die großen Verlage so oder so nicht, weil die oder viele davon ein gutes Polster haben. Problematischer wird es dann eher bei den kleinen Verlagen, die auf dieser Welle mitgeschwommen sind, und die natürlich jetzt hoffen müssen, dass ihre Produkte trotzdem abgesetzt werden, denn die bringen ihre drei, vier Spiele, wenn es hochkommt, raus im Jahr. Und sind natürlich darauf angewiesen, dass die Umsätze da weiter laufen. Dahinter steckt Personal, dahinter steckt eben halt auch Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Material- und Produktionseinkäufen, Logistikeinkäufen etc. Und die werden so oder so schon teurer. Also von daher bin ich mal gespannt, wie das weiterführt. Also ich glaube, dass die großen Verlage das ohne weiteres abfedern können. Bei den kleinen und Holy Grail würde ich jetzt so als mittleren Verlag sehen. Wir haben es gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Ich hoffe, dass wir nicht noch weitere Ausfälle in dem Sinne oder Insolvenzen erkennen.
Spannend ist mal so die Zusammensetzung, wenn man sich diesen großen Kuchen so anschaut, sind 20% Kinderspiele, 33, also mehr als 33% Familien- und Erwachsenenspiele. Und dann packt man noch die Karten- und Puzzlespiele zusammen, die machen irgendwo so um die 15-20% aus. Dann kommen noch Partyspiele und sonst was dazu. Aber das sind so die drei großen. Also Kinderspiele zieht nach wie vor. Das ist halt auch so irgendwo so im Kopf der meisten, wenn man über Brettspiele spielt. Ach, das hat ja was mit Kindern zu tun, aber es macht tatsächlich nur 20% aus. Der größte Anteil ist tatsächlich im Familien- und Erwachsenenbereich zu finden. In 21 auf 22 sind weiter runter oder sind runtergegangen, nachdem sie über viele Jahre gestiegen sind, die Escape Room Spiele. Also wir erleben aber auch weniger Boom von neuen Escape Room Spielen. Da taucht jetzt tatsächlich weniger auf. Die etablierten bringen immer mal wieder neuere Sachen heraus, aber auch nicht alle. Einige Reihen wurden im Moment so ein bisschen ruhiger oder ruhiger gestellt. Dafür erleben wir im Moment halt diese ja, Detektivspiele, wo ich sowas à la Tatort oder was anderes nachspiele mit viel Material, wo ich teilweise im Web nachschauen muss etc. Die sind auf dem aufsteigenden Trend. Die sind relativ nah an den Escape Room Spielen, wie ich finde, aber dennoch vielleicht etwas thematisch tiefer gehender und ziehen. Weiterhin gut laufen sollen wohl die Partyspiele aus dieser Meldung herausgehend, wo es halt einen schnellen, leichtgängigen Zugang gibt, ich nicht ewige Erklärungen habe und möglichst viele auch an einem Tisch versammeln kann, was natürlich auch wieder damit zu tun hat, dass ich mich heute wieder in größeren Gruppen auch treffen kann. Und wenn ich da vielleicht alle irgendwo von dem Spielevirus so ein Stück weit stärker fixt worden sind, dann macht es natürlich jetzt Sinn, auch in größeren Gruppen eben zu spielen. Ja, das mal so der Blick auf die Branche an der Stelle. Ich hoffe, es war für euch interessant und schreibt doch gerne, wie ihr darüber denkt. Ich muss euch leider enttäuschen, dieses Mal wird es kein Gewinnspiel geben. Ich muss erstmal hier schauen, dass ich die Charity-Auktion jetzt hier konsolidiere. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder eine Kolumne, auch mit Gewinnspiel. Ich hoffe, das passt für euch. Sorry, aber das geht jetzt gerade nicht, weil ich im Moment gerade so einen Überblick verloren habe, was noch an Exemplaren in meinen Schränken schlummert, die ich jetzt gerne bereitstelle. Dazu muss ich erstmal hier ein bisschen weiter aufräumen. Gespielt habe ich auch, allerdings der etwas anderen Art, denn ich habe in der letzten Woche sehr stark bei Board Game Arena Railroad Inc. gespielt und wollte dieses Spiel nochmal wieder herausholen. Finde es eh schade, dass so das ein oder andere Spiel hinten runterfällt, weil immer wieder neue Spiele auch auf den Markt kommen. Und ich habe sehr viel Railroad Inc. dort gespielt, auch solo kann man das wunderbar spielen, kann ich euch nur ans Herz legen. Railroad Inc. ist bei Horrible Guild erschienen. Heidelberg hat die deutsche Lokalisierung gemacht, wobei das Spiel absolut sprachneutral ist, mit Ausnahme der Anleitung. Was passiert? Wir würfeln und können eben halt aus vier verschiedenen Würfeln in der Basisvariante, jetzt in der blauen Variante, es gibt auch noch mittlerweile vier weitere Varianten, dann eben Schienen und Eisenbahnen einzeichnen. Das machen wir immer auf einem Raster, wo Schiene, Straße, Schiene und dann eben auch an der Stelle eben halt umgekehrt in den Spielplan hineinragt. Und jetzt suchen wir uns in einer beliebigen Reihenfolge einen dieser Würfel aus, zeichnen den ein, machen das mit den anderen Würfeln auch. Das machen wir über 7 Runden, haben in diesen 7 Runden noch die Möglichkeit aus 7 verschiedenen Sonderwürfeln uns 3 auszusuchen, also dürfen in 3 Runden jeweils einen Würfel davon nutzen. Also man darf nicht 3 auf einmal in eine Runde einbauen, das sind meistens dann irgendwelche Kreuzungen oder Verbindungen zwischen Straße und Schiene etc., die uns das Leben leichter machen, wenn wir sie uns relativ frühzeitig in den Plan einbauen. Wir sollten es nicht zu spät machen. Manchmal kann es nochmal helfen, nach hinten heraus, aber meistens hilft es eher in der Anlage nach vorne. Und dann versuchen wir eben halt die möglichst längste Straße, das möglichst längste Schienennetz zu bauen und möglichst wenig offene Enden zu haben. Also das heißt, es geht auch darum, eben diese Schienen und Straßen wieder rauszuführen und nicht irgendwo im Nirvana liegen zu lassen. Und in der Mitte gibt es noch ein 3x3 Raster,
wo wir eben halt auch nochmal Punkte bekommen, wenn wir dort eben halt möglichst viele Plätze vergeben. Wie gesagt, kann man wunderbar auf Board Game Arena spielen. Mir macht das Spiel immer noch Spaß, auch wenn das jetzt 4, 5 Jahre alt ist. Wer mal was Schönes sucht, was man alleine, aber auch super mit vielen anderen spielen kann, dem kann ich Railroad Inc. einfach nur zum Testen empfehlen. Schaut gerne bei Board Game Arena erstmal, ob es euch zusagt. Und ansonsten, dann habt ihr immer noch Möglichkeit, das physisch zu holen. Und da gibt es vielfältig Würfeladaptionen, um den Spielspaß danach weiter nach vorne zu treiben. Das war die Kolumne am Dienstag. Am Freitag geht es mit den News weiter. Aktuell, wie gesagt, bin ich sehr beschäftigt hier mit der Charity-Auktion, die super läuft. Über 1600 Euro sind schon zusammengekommen. Vielen Dank dafür. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann, euer Christoph. Ciao.